Der Pilote V540G. Hier steht er, Modell 2021, gerade vom Laster gefallen. Und hier ist Steffi. Grüß dich, Steffi. Hallo. Hallo. Das ist so einer, den ich spontan fahren würde, wenn ich dir dazwischen quatschen darf. Darfst du, ja. Das ist ein Kastenwagen, der ist kompakt, der hat auch die Außenmaße von einem Bus, sage ich jetzt mal. Das ist handlich, aber du wirst merken, es ist etwas enger drinnen, es ist ein bisschen anders. Und wir zeigen heute mal das Fahrzeug in- und auswendig. Du hast ihn noch nie gesehen, oder? Ich habe ihn noch nie gesehen. So ist es. So. Wenn du mal kurz mitkommst, wir zeigen ihn mal von der Seite. Ja, Folierung macht viel aus, der ist jetzt silber. Das bedeutet, normalerweise weiß sind ja viele und die Grundfarbe von dem Fahrzeug ist silber. Das ist normalerweise auch aufpreispflichtig und in Verbindung mit der Folierung matt, die an der Seite ist, wirkt das Fahrzeug schon fast sportlich. Finde ich auch. Also das wäre jetzt auch so mein Style eher. Ich finde es ein bisschen farbig, ein bisschen schöner, ehrlich gesagt. Das hebt sich einfach auch ab, ne? Ich meine, wenn du gerade mit mir mitkommst, ja, dann schauen wir uns das Fahrzeug mal komplett an, dass man es mal in der ganzen Darstellung sieht, weil es soll ja auch ein bisschen was hermachen. Oben drauf siehst du die Aufbauten, das sind die Kurbelfenster, die Hebe- und Kippfenster, die drin sind. Ja. Und da hast du dann praktisch komplett deine Darstellung, wie du dann da auf dem Campingplatz stehst mit den Leichtmetallfelgen. Außen siehst du das Klo, siehst du die Kassette? Ja, ich sehe es. Und hinten hast du dann üblicherweise deine Doppeltür, da kannst du aufmachen, wenn du mal hinten aufmachst. Das ist zum Beispiel jetzt, habe ich noch nie gesehen, ne? Erste Mal, dass ich das sehe. Und dann siehst du, da ist das Bett, in dem Fall, in dem Fall ein Querbett. Ja. Und jetzt siehst du die Ausbuchtung da an der Seite. Mhm. Und die Ausbuchtung ist dazu da, dass du dann, sag mal, mit dem Kopf noch ein bisschen rein kannst. Mach mal die zweite Seite aus, da ist unten der schwarze Hebel. Und da hast du auf der linken Seite nochmal so eine Ausbuchtung. Ja. Und das ist ein Querbett. Das heißt, du schläfst also dann nicht längs, sondern quer. Quer, okay. Aber es ist doch auch genug Platz, ne? Darum geht es ja letztendlich. Ja, ist es so, die Leute tendieren natürlich zum Längsbett, aber warum das ist, ist das eigentlich so? Das hat was damit zu tun, weiß ich selber nicht, dass das Querbett, das ist vielen dann zu eng und so weiter. Mhm. Du musst übereinander drüber steigen, das ist auch ein Problem. Das stimmt. Na klar. Einer wird gelost, wer innen und wer außen schläft. Ja, wenn du nachts aus musst, dann du wechselst den anderen auf. Wobei meine Frau, die schläft zum Beispiel so dermaßen, ich sag mal, leicht, dass die, egal was ist, immer aufwacht. Okay, und ich, du kannst mich wegtragen. Ich schlafe immer. Kannst du das hier hochklappen, wenn du das mal kurz machst? Also hier, das Gitter, nee, andere Seite. Genau, auf der Seite da. Wenn du da mal hochziehst, da hoch. So, da kannst du es hochklappen. Und du hast hier oben, siehst du das? Das ist ein Gurt, den kannst du einhängen. Da kannst du das dauerhaft hochmachen. Ach, interessant, okay. Du musst halt hier ein bisschen mehr bauen, ne? Bei den anderen hast du es halt immer. Und hier musst du im Prinzip so dein Bett abends. Nein, gar nicht. Nee? Das ist dazu da, wenn du das Fahrzeug im Alltag nutzt. Viele verkaufen ihr Auto, nutzen das Fahrzeug dann im Alltag und die wollen was transportieren. Verstehe. Und da kannst du das einfach hochmachen. Wenn du das Polster mal wegnimmst und mal auf die linke Seite machst. Einfach oben drauf. So, und jetzt hast du die Möglichkeit, das einfach hochzuklappen und oben einzuhängen. Und dann kannst du zum Beispiel dein Fahrrad mitnehmen, dein teures E-Bike, was du hast, und kannst dann das komplett einladen. Ach, guck mal. Und diese Tür kannst du einfach rausnehmen. Wenn du das mal kurz hochziehst oder rausziehst, siehst du, da ist so eine Falltür. Du musst bloß aufpassen, dass der Hund nicht drunter ist. Aber diese Schnüffel hier, die ist... Die kannst du einklappen. Einklappen, hoch. Ist hier ein Haken irgendwo? Ja, wir können ja mal kurz schauen. Ja, weil das ist schon sehr fest. Ist sehr fest? Guck mal, ich mache hier kann aber körperlich sein, dass die... Körpereinsatz, vollen Körpereinsatz. Ja, wir lassen sie erstmal drin, aber ich glaube, man kann die rausziehen und irgendwie einklappen. Das kriegen wir noch raus. Lassen sie erstmal so, wie sie ist. Aber hier kannst du dann praktisch durchladen, von vorn bis hinten und hast einen... Ne? Ja, ist hoch. Ist die hohe Version. Ich stehe auf der Stufe und ich habe immer noch Platz hier. Das ist so echt cool. Du schläfst quasi quer und wenn ich jetzt mal zumache, siehst du, du hast hier ein Fenster an der Seite. Ich mach mal zu, oder was weiter? Okay. Oder warte mal kurz, ich zeig noch ein kleines Detail. Hier sind die Gasflaschen drin. Genau, wenn du unten mal gerade den einen Knopf mal öffnest. Schau mal erstmal hier rein. Da ist die Tuma-Heizung, die Tuma Luft und Warmwasser, die ist hier drin. Und hier hast du dann quasi die zwei Gasflaschen drin und da steht auch im Moment das Bordwerkzeug drin. Genau. Was du brauchst. Also hier, ich guck mal gerade, da ist noch eine... Okay, die Befestigung, ne? Genau. Die Befestigung drin. Ja.
Du hast hier oben sogar so einen Crash-Sensor oben drin, dass du das Ding während der Fahrt betreiben darfst. Das heißt, das Gas muss normalerweise aus sein. Und hier darf man es anlassen. Das anlassen, weil im Falle eines Crashs geht es automatisch aus. Da gibt es eine Sicherung, die kannst du wieder reindrücken. Wahnsinn. Also ich finde es total, also das Thema Campen oder mit dem Wohnmobil unterwegs sein ist etwas, was, das ist ja wie ein Hobby, ne? Letztendlich. Eine Lebensphilosophie. Weiß ich nicht. Also das hier ist so ein Auto, das kannst du im Alltag benutzen. 5,40 Meter geht noch von der Länge. Gerade so. Ja. Jo, hier vorne ist die Außendusche. Guck mal. Da? Ah. Nee, die weiße Klappe. Guck mal. Ach so. Du kannst aber gerne gleich mal auflassen. Und da ist ein Bajonettverschluss, dann kannst du die einfach umstecken. Anschrauben, okay. Nee, reinstecken, da ist ein Bajonett ist mit drin. Ah, okay. Wenn du da vorne mal aufmachst, da kann man reingucken, siehst die Technik dahinter. Da sind Schläuche. Aber auch von der Verarbeitung her ist das super gemacht. Da ist eine Druckwasserpumpe mit drin. Siehst du die? Ja. Unten. Und da hast du dann den Warm- und Kaltwasseranschluss. Also von der Verarbeitung her muss ich sagen, da ist der Tank auch dahinter. Siehst du den blauen? Guck mal rein. Mhm. Das ist der Wassertank. Und dann müsste wahrscheinlich hier die Betankung sein auf der rechten Seite. Ja, da ist sie. Da ist der Einlass. Das heißt, du kannst diesen Tank dann vollfüllen. Ja. An der Seite. Da ist ein Schlüssel drauf, dass dir keiner irgendwas macht. Dass dir keiner irgendwas Falsches da reinfüllt. Ja, dazwischendurch. Aus Spaß. Ich meine, es ist ja immer noch ein Lebensmittel, was du da einfüllst. Ja. Trinkwasser. Und dann hast du oben drauf, hast du dann noch Fächer. Wenn du nochmal zumachst, dann bauen wir das Bett nochmal zurück. Mhm. Dazu vielleicht mal vorher das Ding nochmal rein. Genau, die Trennwand. Ich mach's mal von der Seite, dass man das sieht. So, du machst das zum ersten Mal. Nee, du bist auf der einen Seite nicht ganz drin. Ich finde das so toll mit dir als Anfängerin. Ja, ganz toll. Die denken alle, die ja. Ist. Ach Quatsch, wenn man das noch nie gemacht hat. Aber nee, wenn man es noch nie gemacht hat, also ich probiere es halt aus und ich bin irgendwie auch ein bisschen ängstlich, weil ich einfach Sorge habe, was kaputt zu machen. Ah nee, passt schon. Und bis jetzt, aber es ist halt alles super robust, ne? Das merke ich ja immer mehr. So, hier oben hast du Schränke, mach mal auf. Dass wir die mal sehen. Die haben so einen kleinen, genau. Das heißt Vollkorpusschränke, die sind hinten nochmal verkleidet. Und hier der Fallschutz. Der Fallschutz. Genau. Und hier oben drüber hast du wahrscheinlich Schränke. Guck mal hier. Da. Ach, guck mal, hier ist auch ein Schrank. Das ist auch ein Schrank. Moment. Kannst du aufmachen. Super. Und hast da nochmal einen Schrank. Hier ist wirklich jede Ecke genutzt, ne? Also es ist keine leere Ecke irgendwie, wo du denkst, Mensch. So, wir machen mal Katz hier runter, wenn du mal kurz auf meine Seite kommst oder da einfach drüber steigst. Dann bauen wir das Bett mal zurück, wie es im normalen Fahrbetrieb ist. Da oben kannst du wieder rausmachen. Die Polster drauf. Zack. Was ist da? Darf ich da nur einmal kurz Na klar, das ist alles. Ah, okay. Das ist, das ist im Saubermachen. Alles klar. Und da? Mach da mal auf, wenn wir schon dabei sind. Jetzt. Staufach. Ja. Ein Geheimfach. So, Polster drauf. Das ist zum Klappen. Ah, du kriegst das hin. Weil es hat eine spezielle Form. Genau, ich muss jetzt erstmal gucken, wie rum das geht. Ich wahrscheinlich so, hier ist eine kleine Ecke. Das heißt, die Ecke muss so rum. Genau andersrum. Wie ein Puzzle, ne, alles. Nee, auch nicht. Oder doch? Nee. Nee? Okay. Nee, du musst sie einmal... Nochmal drehen? Ja, genau. Um 180 Grad drehen. Und dann passt. So, wir sind in Mülheim an der Ruhr bei RS. Einer der großen an der Wohnmobilstraße. Ach, ja, Workout. Jetzt hast du es, oder? Das ist ein richtiges Workout. Ja, Steffi, Applaus, Applaus, Applaus. Yes. Hast du gut gemacht. Und weißt du, was ich total schön finde bei diesem Bett hier oder bei diesem Wohnmobil? Du kannst dich ins Bett legen und dann machst du die Tür auf und dann guckst du vielleicht direkt aufs Wasser. Also aufs Meer oder auf den See oder... Oder auf den Parkplatz. Ja, Parkplatz wäre jetzt doof, aber guck mal, du liegst hier. Vorsicht, die Schuhe. Ich pass auf. Genau, sie passt auf. Ja, nicht aufs Polster kommen. Nein, ich pass auf. Und dann liegst du hier und guckst. Es gibt sogar im Zubehör, gibt es Netze, die kannst du hier außen anbringen mit Magnet, dass die Fliegen nicht reinfliegen können. Du kannst die Tür offen lassen.
Oder jemand bringt dir Frühstück und dann hast du, kannst du hier, der Tisch muss hoch sein. Aber du sitzt hier und hast einen mega Ausblick, je nachdem, wo du stehst. Das ist doch toll. So, du darfst jetzt mal die Tür auf der Seite zumachen, bitte. So, warte, ich helfe dir. So, Vorsicht, die Beine. Richtig feste zu. So, klasse. Und dann mal hier zumachen und dann versucht man das Fenster zu öffnen anschließend. Die Beine raus. Ja. Genau, du kannst hier an der anderen Richtung herausmachen. Genau, das wäre dann das Heck quasi. Und jetzt... Das ist Workout. So, und jetzt wird sie mal ein Fensterchen öffnen. Und dann haben wir nämlich genau diesen Effekt, dass man von außen gar nichts sehen kann. Das ist jetzt Workout, weil ich habe die Beine die ganze Zeit hoch, damit ich nicht aufs Bett komme. So, du darfst mal etwas weiter öffnen. Sag das mal gerade. Da ist sie, die Steffi. Das ist Bauchmuskeltraining, was ich hier mache, damit ich bloß nicht mit den Schuhen hier auf die Matratze komme. Genau. Aber auch das ist total gemütlich. Du liegst hier und hast einfach Frischluft, Fresh Air. Und das ist total schön. Also, so, ich zeig mal gerade was. Du kannst nicht von außen reingucken. Es ist so dunkel, dass es spiegelt. Und ich gehe jetzt mal rein, du kannst aber rausgucken. Das ist das Schöne. Ich komme mal zu dir. Das ist uns der Eingang. Ich zeig's mal gerade komplett, dass wir es einmal haben. Im 221er Pilote V540G. So sieht's aus. Das ist die Raumaufteilung. Und man kann also vorne noch ein Notbett machen. 42.900 Euro. Du hast eben noch gesagt, Steffi, ja nur. Die Füße aus dem du hast die Füße raus. Guck mal, du kannst. Nicht, weil sie riechen. Du kannst prima rausgucken noch. Aber ja, also du hast von außen reingeguckt. Du kannst nichts sehen. Ach, Wahnsinn. Aber du siehst. Obwohl es Licht alles an ist. Ja, aber ja. Du siehst alles. Also es ist wirklich so, wenn du drin bist, du kannst aber auch verriegeln. Guck mal unten, da ist so ein Gitter, so ein Vorhang, den du zumachen kannst. Und du hast oben noch ein Fliegengitter, wenn du auflässt nachts. Also wie beim Großen. Und oben der Schrank, mach ihn nochmal auf. Über dir. Den konnte ich eben nicht filmen. Auch der ist richtig schön groß, dass du was reinmachen kannst. Du hast hier Ablagefächer mit drin. Du hast hier oben ein Fensterchen, das kannst du aufmachen dann nachts, wenn du Frischluft haben möchtest. Und du kannst in den Sternenhimmel gucken. In den Sternenhimmel? Du kannst die Wolken beobachten. Warte, ich zeig dich mal so. Bleib mal so liegen. Gemütlich. Die Steffi. So, hier vorne haben wir dann noch eine Ablage mit Rausfallschutz. Da kann ich dann zum Beispiel Handy und so weiter drauflegen. Genau. Das ist mit dabei. Ich habe dort Licht. USB hier oben zum Laden von Handys. Genau. Und ja, das gleiche nochmal auf der anderen Seite. So, dann dreh mal vorsichtig die Beine. Ich gehe mal ganz kurz nach vorne mit der Kamera, zeig mal das Cockpit und lass die Beine mal zur anderen Seite raus. Warte, ich zeig's. Höchstleistung mache ich. Bitte, mach mal. Bauchmuskeltraining. Da ist sie. So, okay. So, also da wäre jetzt ein Bett. Hier wäre jetzt mein Bett, genau. Vom Bett aufs Klöchen geht das direkt. Und auch in die Dusche. Also im Prinzip ist hier ja Dusche, Toilette und Waschbecken in einem. Hm. Problem ist, wenn du dich hier wäschst, das zeige ich mal gerade, dann kannst du nicht mehr aufs Klo gehen. Nee, das ist und schwierig. Und wie haben die das gelöst? Warte, ich gehe mal rein, dann zeige ich mal gerade, wie das hier ist. Also wenn du hier drin bist, hast du hier deinen Nassbereich, wo du also dann dir die Hände waschen kannst mit der Brause von der Dusche. Die ist denn hier mit drin. Und die kann man übrigens hier einhaken, die Brause von der Dusche, dass man sich hier Hände waschen kann. Und es stellt sich die Frage, wie kann man das denn lösen, wenn ich jetzt duschen möchte oder ich will jetzt hier auf Toilette gehen. Was glaubst du, wie kriege ich das hier weg? Ja, jetzt bin ich wieder dran. Okay, ich guck mal. Geh mal ran. Ich rutsch mal rein. Hier ist übrigens so eine kleine Stufe. Ja. Stimmt, die wollten ja gerade hochklappen. So, also hier ist übrigens noch ein Schrank, ne? Okay. Hast du den gesehen? Nee, mach mal. Der ist ein kleiner, also der ist schon auf. Hier, Ablageflächen mit Fallschutz. Und ich denke mal, dass ich den Knopf, ach wie lustig, die Schranktür, die man jetzt zumacht, ist ein Waschbecken. Two in one. Mit Spiegel. Das heißt, wenn du auf der Toilette sitzt, kannst du dir dabei zugucken. Warte, ich zeig mal was. Mit Spiegel. Mit Spiegel. Interessant, oder? Ja,
Ich weiß, ich habe mich jetzt noch nie so genau beobachtet, wenn ich auf der Toilette bin. Aber man kann halt auch hier, hat man auch einen Spiegel und ein Fenster und das ist auch relativ hoch. So, also die Toilette ist da, da ist ein Waschbecken, oben ist die Dusche, die ist jetzt eingehangen. Und ja, du hast eigentlich alles drin, was du brauchst. Du kannst also duschen hier, du kannst auf Toilette gehen, du kannst dir die Hände waschen, du kannst es hier unten einhängen, genau. Und sich auch dann die Hände waschen. Also alles auf kleinsten Raum. Wenn du fährst, kannst du den Raum auch noch nutzen, kannst was reinmachen. Auf kleinsten Raum, aber trotzdem hochwertig, ne? Jetzt nicht, manchmal denkt man ja, okay, das ist jetzt so ein bisschen improvisiert, weil es klein ist, aber das ist halt nichts improvisiert. Das ist halt alles super hochwertig und stylisch. Ja gut, wir reden über 42.000 Euro. Du musst immer sehen, wir sind jetzt hier in der Klasse. Nee, 42.000 im Kastenwagenbereich, das ist, ich sag mal, in der Ausstattung, die du hier hast. Nicht ohne, ne? Nee, ist günstig. Ach, ist günstig. Günstig, okay. Ja. Du kriegst auch welche für 60.000, 70.000. Wobei wir für den Bereich ja auch schon größere hatten. Deswegen hätte ich jetzt gedacht. Ja, aber die Größe, viele wollen ja ganz kleine. Die wollen also gar keine großen, weil du mit den großen im Alltag ein Problem hast. Ja. Mit 5,40 kommst du noch, sag mal, das ist ein bisschen länger wie jetzt, sag mal, eine S-Klasse ist so 5 Meter, also ein Ticken länger. Du kommst damit noch so gerade auf den IKEA-Parkplatz. Also ich wäre auch eher für was Kleines. Ich wäre auch eher für sowas hier. Der ist klein. Das nächst kleinere wäre jetzt ein Volkswagen. Klein? Ich meine, klein ist nicht, natürlich nicht klein, aber für diese Größe. Du hast aber hier eine vollwertige Küche drin. Guck mal, Kühlschrank. Hm? Kühlschrank, Kühlschrank. Zack. Mit Eisfach. Mit Eisfach. Oh. Dann hast du hier vorne hast du noch jede Menge Schubladen, wo du reinmachen kannst. Groß auch. Also groß. Die sind wirklich groß. Und manch, ganz ehrlich, also das ist viel hochwertiger als andere Möbelhersteller, die günstig sind, die so jeder hat. Es ist hettig, also wenn man das kennt. Es ist wertig. Ich glaube, die Beschläge sind echt gut gemacht. Ja. Und, ah, guck mal hier. Es zieht sich ein. Also Softclose ist es. Der steht schräg, ne? Genau, der steht schräg. Aber er soll sich gar nicht einziehen, weil im normalen Betrieb. Außerdem geht es viel besser, wenn er voll ist. Ja. Die sind alle leer. Echt viel Platz. So, dann hast du hier vorne noch eine Ablage, da kannst du zum Beispiel Hausschuhe reinmachen. Du hast eine Verlängerung der Arbeitsplatte. Ah, das ist natürlich auch toll. Kann man hier festmachen. Wow. Ich zeig mal gerade runter. Da ist so eine. Man zieht das so ein bisschen rüber. Zieht es ein bisschen rüber und dann hast du eine ganz große Arbeitsfläche. Und du hast natürlich den Dunstabzug direkt. Dort, wo du den brauchst, über der Küche, du kannst die Tür nämlich einfach aufmachen. Ich wollte gerade sagen, wo ist mir die Dunstabzugshaube? Das ist die Tür, die offen ist. Die offene Tür. Die offene Tür. Ja. Du hast oben die Truma integriert, die Heizung mit drin. Du hast hier dein Bedienpanel. Zwei. Was da ist, ich glaube der Hauptschalter muss mal angemacht werden. Das ist Licht. Guck mal. Indirekt. Stylisch. Jetzt bootet nämlich direkt das System. Das war der Hauptschalter jetzt am System, direkt am Eingang. Wenn du reinkommst, kannst du an- und ausmachen, damit du keinen Strom verbrauchst, wenn du gehst. Und dann hast du alles, was du willst. Du hast also hier dein Kochfeld. Da sind die Armaturen natürlich ab. Messebetrieb. Auf engstem Raum. Ja, und kannst also hier jetzt alles sehen, was das Herz begehrt. Also von Tankvolumen über Batteriespannung, 13,55 Volt. Du kannst das Licht steuern an und aus zentral. Also man kann über das Bedienpanel wirklich dann alles machen. Super. Ja, hier vorne hast du denn wieder Drehsitze. Wenn du das nochmal reinklappst, kriegst du es rein? Jetzt habe ich dich. Geht's? Aber die muss doch irgendwo, ist doch bestimmt wieder ein Knöpfchen oder so. Ah, oh, immer. die Einweisung. Die Leute denken auch, was ist mit der? Ist die zu blöd, Dinge da reinzuklappen? Aber das ist. Es ist meistens so einfach. Es ist. Ja, ich sag ja immer, wie mit diesem Liegestuhl, ne? Kennst du die Liegestuhlnummer? Wir machen das gleich erstmal. Wir drehen erstmal den Sitz. Dann hat es nämlich den Vorteil, dann kannst du von unten mal drunter gucken. Genau, wenn ich mal hinsetze, die nächste Aufgabe. Drehen wir den Sitz. Juhu. Steffi. Ja, aber das schaffe ich. Das schaffst du? Ja. Bin mal gespannt. Was soll das denn heißen? Ja, wir hatten ja beim letzten Sitzdreh haben wir ja, ich glaube, 10 Minuten, sogar mit dem Roland zusammen, der Vollprofi war. Wir haben den Drehpunkt nicht gefunden. Aber guck mal jetzt. Ah ja, okay, genau.
Geschafft. Huhu. Du warst noch nie im Kastenwagen, oder? Nee, erste Mal. Ich bin ja sowieso ein Reisemobil-Neuling und Kastenwagen ist heute ist mein erstes Mal. Mhm. So, jetzt gucken wir drunter, ob du da was entdecken kannst. Wie man das einfahren könnte. Ich kann dir gar nicht helfen, ich habe nur eine Hand, aber ich könnte mal hier die... Ja, man muss es schieben, aber ich glaube, weil es so neu ist, hakt es. Oder ist es so schwer? Und ich habe die Kraft nicht. Das nee. Ich so ein bisschen... Ich weiß, es geht. Man muss zurückziehen. Da. Wie? Da oben. Siehst du da? Ja. Und dann geht's runter. Das war's. Also es ist oft so, man kriegt eine Einweisung, die dauert so eine Stunde, zwei. Mhm. Sollte man unbedingt mitnehmen, weil wenn man noch nie ein Reisemobil hatte, wie funktioniert die Heizung, wie geht das Tüchchen rein und raus, wie werden die Sitze gedreht, was ist zu beachten und so weiter. Und das kriegt man alle in der Einweisung. Das heißt, vorne ist es wie im PKW. Die Drehsitze, die machen es möglich, dass du dann hier essen kannst. Und du hast Licht, dadurch, dass du hier oben überall Fenster hast. Also das ist mit drin. Und auch nochmal Schubladen oder nochmal Schränke, ne? Ja, hier oben hast du Schubladen integriert, also sehr, sehr schön in der Integration. Du hast endlich mal Farbe, die du gesucht hast. Ja, ich finde was Farbiges ein bisschen stylischer. Ne? Das ist vielleicht so ein Mädchen. Mit dem Grau ist doch ganz nett. Mädchending. Und die Lichter, das ist wieder so ein Männerding, glaube ich. Oder ich darf das ja jetzt nicht so sagen. Ne? Aber ich find's halt cool, so eine Spielerei hier mit dem Licht. Und ja, wir machen den Schrank nochmal auf. Auch sehr schön. Eine gute Verarbeitung. Auch zwei verschiedene Fächer, ne? Hier Gasdruckfedern, so kleine. Die kennen wir schon, die das oben halten. Genau. Zack. Und so. Jetzt möchte ich mal das Gefühl haben, ich fahre jetzt. Wenn ich fahre, dann sagen die Leute immer, mein Gott, wie nah bist du eigentlich? Weil ich immer fast so vor der Scheibe sitze. Aber ich bin ja auch klein. So, du darfst mal vorne die Verdunklung, darfst du mal zumachen, bitte. Ja, okay. Aber das ist echt so, da würde ich sofort sagen, ich traue mich. Bei den anderen hätte ich so das Gefühl, also der steht ja auch gut. Wäre ich ein bisschen vorsichtig, aber hier würde ich sagen, ja, okay, komm, wo fahren wir hin? Der steht ja auch gut. So, die Verdunklung. Ja. Ach, wo ist... Hier, ne, seitlich. Genau, die andere war von unten nach oben und die ist... Von der Seite? Nee, wenn du es mal so zusammenpitchst, siehst du, mit zwei Fingern, Daumen und Zeigefinger. Nee, Daumen und Zeigefinger zusammenpitchen. Wie zusammen? Du gehst mit beiden Fingern rein und drückst es zusammen. Ah, so. Ja, das ist immer so schwierig mit Nägeln. Also die Leute lachen immer, wer das noch nie gemacht hat, ja. So, jetzt hast du nur einen Teil. Ja, andere Seite dasselbe. Genau, und das Gleiche ist dann per Magnet, das glaube ich dir einfach, die treffen sich in der Mitte, da macht es einmal Klack und dann hast du die Verbindung dann. Da oben ist auch so schwarz gehalten drin, so dass das, ich sag mal, auch dicht ist, dass keiner reingucken kann. Mhm. So, mach nochmal zu, bitte. Ich guck gerade hier an der Seite, haben wir auch eins, ne? Ja. Wo sind die? Meistens in der Seite versteckt. Ach, guck mal, auch hier. Zack. Jetzt weißt du schon, wie es geht, gell? Wusst wie, ja. Es ist ja doch ein bisschen, also es ist doch viel ähnlich. Ziehen zu dir. Nee, unten ziehen. Du bist oben schon zu weit. Ah. Das nochmal zurück. Nein. Unten hoch machen, unten gerade halten und dann ziehen. Gerade und dann ziehen. Siehst du? Ah, yes. Eigentlich ganz einfach. Ganz einfach. So, vorne hast du Schaltung, du hast ein großes Navi. Also das hier ist sehr, sehr automotiv, die du hast. Da ist jetzt eine Gangschaltung drin, wie du es kennst. Genau, ich habe wirklich das Gefühl, ich sitze im Auto oder im kleinen Bus, Bulli oder sowas. So, und wenn du das jetzt mal drehst, das mache ich mal gerade hier in den Sitz, dass ich mich mal gerade hier in den Raum reindrehe, dann siehst du richtig, dann hast du halt das Gefühl, du sitzt quasi in einem kleinen Apartment. Absolut, total schön und hell und es wirkt trotzdem groß und du hast alles, was du brauchst. Mehr braucht man ja nicht. Da vorne ist die Sitzbank, da kann sich dann einer hinsetzen, da können sich sogar zwei Leute anschnallen. Und der Tisch, den kannst du auch verschieben. Ach so, der Tisch, der muss erstmal weg. Du merkst aber eins, es ist alles ein bisschen enger, gell? Es ist alles ein bisschen enger, bei dem anderen geht es dann. Und hier muss ich wahrscheinlich erst den Tisch zurückklappen, dass ich den Stuhl drehen kann. Und dann kann ich den Tisch wieder klappen. Und bei dem anderen geht es dann, aber also ich finde es jetzt nicht tragisch. So, jetzt den Sitz ein bisschen vorne. Genau, ganz nach vorne, wenn es geht.
So, jetzt mal aussteigen. Jetzt komme ich nicht mehr raus. Ja, das ist nicht schlimm. Genau. Und jetzt mal den Tisch leicht anheben. Und dann nach links. Jetzt kannst du den Tisch entweder rausnehmen komplett. Das kannst du so machen. Der ist in der Schiene drin. So, oh nein, nein, nein. Da passiert nichts. Nee. So, jetzt einfach mal zu dir ziehen den Tisch. Wie zu mir ziehen? Hilf, einfach mal komplett rausnehmen, da passiert nichts. So, jetzt hast du ihn komplett in der Hand, jetzt siehst du? Ich hab den Tisch in der Hand. So, jetzt kannst du ihn unten wieder in die Schiene einhängen. Ja, richtig. Du musst den nicht montieren. Man darf ihn auch, wenn da Leute sitzen, darf der nicht montiert sein. Das ist interessant, wenn man das noch nie gemacht hat. Du musst ihn von oben einhängen, genau. Passt. Fast. Gerade rein. Und jetzt? Genau. Ein ganz klein wenig mehr nach da und dann einhängen, aber etwas eins tiefer als die. Warte, der ist auch schwer, ne? Der ist, naja, es hängt davon ab, vielleicht stehst du auch sehr ungünstig an der Stelle. Ich glaube, ich stehe sehr ungünstig, weil der Stuhl hier im Weg ist. Aber komm jetzt. So, dann kommen wir erstmal raus. Und jetzt kannst du nämlich eins machen. Wenn du den hochhebst, siehst du, da hat er eingeklackt. Wonderful. Und wenn du das nicht weißt, dass du den hochheben musst, da bist du wahrscheinlich ein Jahr lang am Üben. Ja. So, und jetzt wo du es weißt, heb ihn mal hoch. Der rote Knopf gedrückt. Moment. So, und jetzt anheben, von deiner Seite hochheben. So, das liegt genau. Aber auch daran, dass ich klein bin. Das ja. Funktioniert natürlich auch als klein, aber jetzt ist der halt richtig drin, der Tisch, ne? Ja, genau. So, jetzt machen wir eins. Dreh mal den Sitz vorne. Kommt so rum? Ja, genau. Einfach drehen. Sollte gehen. Nee, passt noch nicht. Da, das liegt daran, dass die Armlehne an den Tisch kommt, genau. Das ist noch nee, hier hinten am Lenkrad. Ah. So, wenn du da mal zurückgehst. Das ist so eine Sache, wenn du so ein Fahrzeug hast, brauchst du ungefähr 2-3 Mal. Dann hast du das probiert, dann hast du es raus. Ja. Nee, es kommt nicht durch. Du musst erst mal ganz zurück, dann die Armlehne hoch. Schwupp. So, und jetzt kannst du rum. Wahrscheinlich. Ist so, oder? Ja. So, jetzt. Aber auch noch nicht ganz, ne? Ja, du musst den Schuh jetzt ein Stück zurückschieben. So, als würdest du praktisch zurückfahren und jetzt weiter drehen. Es ist wirklich Maßarbeit, aber es geht. Es geht wirklich. Du musst nur, also es ist eine Frage der Übung, dann braucht ein Geübter hier braucht 20 Sekunden. Ja, ich weiß. Aber es funktioniert alles und das ist ja auch alles neu. Ne? Und deswegen, hier müsste ich die Lehne wahrscheinlich auch erstmal hochheben. 5,40 Meter, du merkst, also es ist alles ein bisschen enger. Alles ein bisschen enger. Aber es funktioniert. Ich wollte den Tisch jetzt darüber schieben. Ja, das kannst du machen, indem du auf den roten Knopf drückst ja. Und dann anschließend den leicht anhebst und dann rüber schiebst. Genau. Ja, genau. So, jetzt ist er ein Stückchen rüber. So. Und jetzt hast du hier praktisch die Sitzposition, dass du hier sitzt. Gegenüber, face to face. Hast es fast geschafft. Jetzt hänge ich hier. Lass es sein. Ich traue dir einfach, dass es geht. Also du. Nee, es funktioniert auf jeden Fall. Also man muss nur einmal den Dreh raus haben und dann geht's. Und ich meine, so nah möchte ich gar nicht sitzen. So finde ich schon ganz schön, weil dann kann ich auch noch rausgucken. Dann kann ich meinen Gesprächspartner angucken und habe so ein bisschen alles im Blick. Du musst ja immer sehen, dass es eine Frage des Einsatzes. Also wenn du jetzt ein eingespieltes Team bist, ein Pärchen zum Beispiel, was unterwegs ist mit einem Kastenwagen, du kannst überall stehen, du fällst nicht so auf. Ich meine, das ist schon erkennbar, aber es ist ein anderes Konzept. Wir haben ja viele Konzepte gesehen mit so einem, ich sag mal, Wohnmobil, einem großen. Da musst du auf den Stellplatz fahren meistens. Und hier kann ich auf einen ganz normalen Parkplatz fahren. Du kannst sowieso auf dem Parkplatz. Ja. Also das ist immer die Frage, es gibt Zeichen, wenn da Autos draufstehen, also gibt es so Kennzeichen P mit einem Auto, dann darfst du nicht parken. Aber wenn da nur Parkplatz steht, darfst du einfach hinstellen. Du darfst also zur praktisch Ertüchtigung deiner Fahrfähigkeit, darfst du auch übernachten. Du darfst aber nicht die Campingstühle rausholen, deine Markise, dein Grill. Du kannst aber einfach drin pennen. Auf dem Parkplatz darf ich parken über Nacht, aber ich dürfte da jetzt nicht meinen Grill aufstellen. Das käme nicht so gut an. Weiß ich nicht, ob man bei Aldi parken darf. Also da steht oft eine allgemeine Geschäftsbedingung, aber auf der normalen Straße kannst du es auf jeden Fall. Okay, ja. So ist es. So, zeig dich mal komplett, wie du mal da sitzt, dass man mal das Größengefühl mal hat. Schuh ist auf. Ist nicht schlimm. Und da hast du denn den. Die Sitze sind auch wieder mega bequem, ne? Also wirklich schön. So, jetzt hast du die Armlehnen, die kannst du wirklich mal runter machen. Jetzt könnte man da schauen und ja, 5,40 Meter. Hier ist das Bad haben wir gezeigt. Wir haben das Bettsystem haben wir gezeigt.
Wir haben gezeigt, dass es, ich sag mal, ein bisschen Übung bedarf, aber dann geht das ruckzuck. Und dann kann man nämlich alles verstellen, alles machen, alles tun. Und also mir gefällt's. Dir gefällt's. Ich bin Fan. Also ich finde die Verarbeitungsqualität gut. Pilote V540 Modell 2021 Kastenwagen, ja, für 42.900 Euro. Da geht's denn los im Grundpreis, inklusive 19% Mehrwertsteuer. Und hier steht er komplett mit der Ausstattung, das Modelljahr 2021, Steffi. Ja. Ich glaube, wir lassen es drin mit dem Sitz, weil die dort keine spulen. Wir lassen es drin? Ja. Ja, lass drin. Klar, da komm mal mit. Da stellen wir uns mal kurz davor. So sieht er von hinten aus. Das war das mit dem Fenster, was ich übrigens gesagt habe. Du kannst von außen nicht reingucken. Wirklich nicht. Ach, du kannst wirklich nicht. Du siehst nichts. Krass. Ja, du siehst eher noch eine Spiegelung von was anderem. Und er ist sehr, sehr kompakt. Also mit 5,40 Meter bist du wirklich dann sehr kompakt. Und wir werden gleich mal zeigen, wir gehen mal eine Nummer weiter. Das Ganze gibt es viel größer. Und da wirst du gleich den Unterschied sehen zwischen 5,40 Meter und der Edition X, die daneben steht. Ich guck mal gerade, der schon ein gutes Stückchen länger ist, siehst du? Ja. Und da hast du da wahrscheinlich Längsbetten, das werden wir gleich mal sehen, und etwas mehr Platz. Und das macht sich dann direkt bemerkbar. Und das ist aber dann so, das musst du dann vorher wissen, weil so ein langes Fahrzeug ist natürlich wieder eingeschränkter nutzbar wie 5,40 Meter. Ja. Im Alltag. Das kann man wahrscheinlich einfach mal, wie der Roland gerade gesagt hat, auch ein bisschen drin liegen und ausprobieren und fühlen, nachspüren, was passt einfach zu mir, was fühlt sich besser an. Ja, der hier ist nämlich, guck mal gerade, 600, der ist 6 Meter lang. Und ja, das Ganze ist dann schon mal ganz anders. Und wie das Ganze funktioniert, werden wir im nächsten Video machen. Ja, heute Novizin, die Steffi, noch nie gecampt. Und ganz viele Leute sind hier auf dem Platz unterwegs, ja, in Mülheim. Das ist, glaube ich, die größte Wohnmobilstraße Deutschlands, wo wirklich ein Händler neben dem anderen ist. Wir sind heute bei RS, werden so nach und nach mal alle Händler besuchen, uns die Wohnmobile angucken. Hat es dir gefallen grundsätzlich? Total. Also es hat mir super gut gefallen und ich glaube, ich habe mein ganz persönliches Wohnmobil gefunden. Nicht das, sondern das, wo ich gerade drin war. Das 45er? Ja, genau. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis gleich. Schaut euch das an, der Pilote V600G X Edition 21.